Wir haben nun die Gelegenheit, mit Herrn Hans-Peter Thür, einen ganz wichtigen Stakeholder in dieser ganzen Diskussion Open Government Data, hier begrüßen zu dürfen. Es ist eine große Ehre, dass Sie da sind, und wir sind alle sehr gespannt, was Sie uns zum Thema Öffentlichkeitsgesetz und Öffentlichkeitsprinzip auch weitergeben können. Und von dem her möchte ich Sie herzlich begrüßen, Herr Thür. Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich im Rahmen dieser Veranstaltung Ihnen dieses Öffentlichkeitsgesetz in den Grundzügen etwas näher bringen darf. Sie sehen, ich bin Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, also hier im Wesentlichen als Öffentlichkeitsbeauftragter aktiv. Das Öffentlichkeitsgesetz ist ein sehr junges Gesetz, seit genau 5 Jahren, also am 1. Juli dieses Jahres, genau seit 5 Jahren in Kraft, und die Erfahrungen mit diesem Gesetz sind natürlich noch nicht wirklich ausgeschöpft. Worum geht es in diesem Öffentlichkeitsprinzip? Es geht zunächst einmal um den Zugang zu behördlichen Informationen, zu amtlichen Dokumenten, und im Unterschied zu dem, was Sie heute diskutieren mit Open Government Data, geht es um den passiven Aspekt der Daten zur Verfügungstellung durch die Verwaltung, durch die Bundesverwaltung im Konkreten. Vor 5 Jahren wurde der Grundsatz, dass alles primär mal, was die Verwaltung produziert, privat ist, geheim gehalten werden muss, wurde gekehrt, und es wurde das Prinzip, öffentlich ist eigentlich alles, was nicht einer Ausnahme zugänglich ist. Das ist die große Änderung, und die Zugangsrechte, das ist auch im Gesetz ganz klar geregelt. Diese Zugangsrechte, die stehen jeder Person zur Verfügung. Sie braucht keinen Interessennachweis. Es braucht auch keine Begründung. Allerdings, das werden wir noch sehen, gibt es eine Reihe von Ausnahmen. Das Recht ist gerichtlich durchsetzbar, und wenn jemand dieses Recht durchgesetzt hat, gilt es für alle anderen, also in Bezug jetzt auf dieses Dokument. Das Gesetz regelt auch, was ist wirklich ein solches Dokument. Es muss irgendwie auf einem Informationsträger aufgezeichnet sein, es muss einen informativen Inhalt haben, das klingt alles etwas banal. Es muss sich im Besitz einer Behörde befinden, und es muss in einem Zusammenhang haben mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Und wichtig, dass eigentlich Dokumente erst ab 1.7.2006 als solche anerkannt sind. Das bedeutet, Zugang zu amtlichen Dokumenten, die vor diesem Datum erstellt worden sind, ist nicht gewährleistet durch dieses Gesetz. Und keine amtlichen Dokumente, das ergibt sich auch aus dem Gesetz, sind kommerziell genutzte Dokumente oder persönliche zum Gebrauch der Verwaltung benutzte Dokumente. Aber hier sehen wir dann in den Beispielen, dass da doch auch hier ein Klärungsbedarf erforderlich ist. Vor allem auch nicht fertiggestellte Dokumente. Ich habe darauf hingewiesen, das große Problem dieses Gesetzes auch in der Anwendung, in der Umsetzung, sind die zahlreichen Ausnahmen. Sie können sich vorstellen, als dieses Gesetz diskutiert wurde, hat die Verwaltung natürlich alles daran gesetzt, das Parlament davon zu überzeugen, dass es doch sehr viele Fälle gibt, wo eben dieses Prinzip, dieses Öffentlichkeitsprinzip eben nicht funktionieren kann. Und im Rahmen dieser Diskussion ist dann auch dem Gesetz einiges an Brisanz dann entzogen worden. Sie sehen hier die Überlegungen, die Behörde darf nicht in ihrer Willensbildung beeinträchtigt werden. Wenn das der Fall ist, darf dieses Dokument dann nicht in die Öffentlichkeit. Es muss sichergestellt werden, dass die behördlichen Maßnahmen zielkonform umgesetzt werden können. Das sind alles etwas schwammige Begriffe, Sie sehen das. Die innere und äußere Sicherheit des Landes ist ein Hinderungsgrund. Dann Schutz von Berufs-, Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen. Da ist auch immer wieder ein Einwand von dieser Seite her zu behandeln.
und dann Schutz von freiwillig übermittelten Informationen, wo die Behörde selber Vertraulichkeit zugesichert hat, ist ein Ausnahmetatbestand. Ich werde auch in einem Beispiel zeigen können, zu was das führen könnte oder kann. Und dann, last but not least, natürlich gibt es personenbezogene Daten im Rahmen solcher amtlichen Dokumente. Und da ist die Festlegung, dass es eben keine Verletzung der Privatsphäre da sein darf. Dann der Zugang zu diesen Dokumenten darf erst dann geschehen, wenn der Entscheid gefällt wurde, also auf Bundesebene nach der Ämterkonsultation. Sie wissen, die Bundesräte haben unter sich, wenn eine Vorlage dann zur Entscheidung vorliegt, hat jedes Departement, jeder Bundesrat die Möglichkeit, einen Mitbericht zu erstatten, also sich einer Vorlage kritisch gegenüberzustellen, andere Anträge zu stellen. Dokumente dieses Mitberichtsverfahrens sind ebenfalls nicht öffentlich, also der Bundesrat will sich da in seine Überlegungen nicht hineinblicken lassen. Dann Dokumente über Positionen in laufenden und künftigen Verhandlungen dürfen nicht öffentlich gemacht werden, und es kann auch Fälle geben von Ämterkonsultationen, die, wenn der Bundesrat das so ausdrücklich beschließt, nicht öffentlich gemacht werden können. Aber was die Funktionsfähigkeit, die Funktionsweise der Verwaltung betrifft, die im Rahmen von Evaluationsberichten erstattet werden, die dürfen nicht, das wurde explizit im Gesetz festgehalten, die dürfen nicht quasi der Öffentlichkeit entzogen werden. Da hat man natürlich schon gewusst, dass wenn das nicht so förmlich verankert wird im Gesetz, dass dann schnell eben die Verwaltung sagt, ja halt, wenn wir alle diese Wirkungsanalysen über unsere Leistungsfähigkeit so öffentlich werden, wird das die Durchsetzung unserer Handlungen etwas schwächen, und da hat das Parlament immerhin Klartext geredet. Nun, warum bin ich überhaupt hier, um Ihnen das zu erklären? Weil das Gesetz selber hat versucht, ein Verfahren zu etablieren, das dem Bürger relativ schnell Zugang ermöglichen soll, ohne dass eine gerichtliche Abklärung, ein gerichtliches Verfahren eingeleitet werden muss. Ich bin zuständig für solche Schlichtungsverfahren. Wenn eine Verwaltung ein solches Dokument nicht herausgeben will, muss die Verwaltung dem Gesuchsteller mitteilen, dass er beim Öffentlichkeitsbeauftragten ein solches Schlichtungsverfahren durchführen kann, und diese Aufgabe erfülle ich ungefähr seit genau 5 Jahren jetzt, und die Evaluation des Öffentlichkeitsgesetzes, die bereits stattgefunden hat, hat ergeben, dass dieses Verfahren an sich nützlich ist. Nur das Problem ist, das Parlament hat gesagt, für die Erfüllung dieser Aufgabe brauche es 3 bis 3,5 Stellen. Der Bundesrat hat bis heute mir für diese Aufgabenerfüllung keine Stelle zur Verfügung gestellt. Jetzt kann man natürlich spekulieren, warum er das nicht getan hat. Ich habe selber, dass ich das Minimum an Aufgabenerfüllung leisten konnte, habe ich aus meinem Datenschutzbereich 1,5 Stellen abgezogen, aber leider mit dem Resultat, dass ich nicht in der gewünschten Zeit, meine Behandlung dauert zwischen 3 Monaten und einem Jahr ungefähr, dass ich also nicht in dieser gewünschten schnellen Zeit den Entscheid oder die Empfehlung abgeben kann. Ich habe Ihnen jetzt einige Beispiele kurz, Sie können die alle auf dem Internet nachlesen. Der Fall Eberle, dort wurde vom Departement, das ist diese Abgangsentschädigung des Generalsekretärs von Blocher, da wurde argumentiert, ja, das ist ein persönliches Datum, das sind Datenschutzüberlegungen, die nicht eine öffentliche Diskussion ermöglichen, dass dieser Fall, wir haben gesagt, doch, das ist ein öffentliches Interesse dahinter, und das Datenschutzinteresse muss zurückstehen. Der Fall ging bis vor Bundesgericht und ist jetzt mittlerweile
in unserem Sinn vom Bundesverwaltungsgericht entschieden worden. Dann Führungs- und Controlling-Instrumente, das ist das Funktionspapier der Verwaltung selber. Da haben sie gesagt, ja, das sind unsere Arbeitsinstrumente, die wollen wir nicht öffentlich machen, da haben wir uns auch durchgesetzt. Die müssen öffentlich sein. Die IV-Checklisten, die IV hat eine Checkliste gemacht, um herauszufinden, wie solche IV-Betrüger oder Erschleicher, Leistungserschleicher identifiziert werden können. Und sie haben dieses Dokument nicht herausgeben wollen, das haben sie dann auch tun müssen. Verwaltungskommission, das sind Beratungskommissionen des Bundesrates, die wollten sich nicht dem Öffentlichkeitsgesetz unterstellen. Wir haben das uns ja auch hier durchgesetzt, ein Beratungsorgan des Bundesrats muss auch dem Öffentlichkeitsgesetz sich stellen. Dann die Verwaltung hat immer wieder die Neigung, dass sie alles als Zusatzdokument qualifiziert und Zusatzdokumente, die für das Parlament zur Verfügung gestellt werden, die dürfen nicht dem Öffentlichkeitsgesetz unterstellt werden. Wir haben gesagt, es dürfen nur jene Zusatzdokumente, die ausdrücklich vom Parlament als Zusatz zu der Staatsrechnung einverlangt werden, dürfen als solche benannt werden und nicht solche, die die Verwaltung selber als Zusatzdokumente qualifiziert. Das haben wir uns auch durchgesetzt. Die Frage auch Subventionen, ja, Subventionsbezüge, darf man die einfach so öffentlich machen oder nicht? Da hat sich leider derjenige, der das gut gesucht gestellt hat, also gemerkt, dass seine Person eben dann auch öffentlich wird, hat plötzlich das Gesuch zurückgezogen. Wir hätten gerne diese Frage beantwortet, aber kamen da nicht dazu. Und wichtig, heute habe ich einen Entscheid erhalten, diese eidgenössische Impfkommission, da hatte das BAG diesen Mitgliedern sichergestellt oder gewährleistet, dass ihre Interessenbindung, die sie deklarieren mussten, nicht öffentlich gemacht werde. Das war eine solche Zusicherung, die das Amt gemacht hat. Wir haben gesagt, das geht nicht an. Eine Impfkommission mit Interessenbindungen, das muss öffentlich werden. Wir haben diese Empfehlung auch so gemacht und heute, lustigerweise, hat das Bundesverwaltungsgericht diesen Entscheid in unserem Sinne gefällt. Also Impfkommissionen oder auch ähnliche natürlich Kommissionen, die mit Interessenbindungen doch wichtige Beratungsentscheide des Bundesrates fällen, sind dem Öffentlichkeitsprinzip unterworfen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Detail dieser Fälle auf unserem Netz. Thank you.